Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier in unserem Bretrax Real Adventures. Musst du da jetzt ein Häufchen hinhauen? jetzt bringst du mich direkt aus dem Konzept. Wir stehen mittlerweile ganz gut hier da. Wir haben mittlerweile, guck mal, wir haben eine Pole. Nee, wir haben einen Bumerang, wir können jetzt Sachen ausnocken. Und ich bin seit der letzten Folge, bin ich noch ein Levelchen höher getickt. Das heißt, wir haben jetzt einen Bogen. Und den Sack Bogen hier, den habe ich schön in der Upgrade Station schön upgegradet. Fast als wenn die Station vom Namen her genau das suggerieren würde, als dass wenn wir das machen könnten. Und der sollte ordentlich Damage machen. Lass mich mal aus dem K-Modus hier rausgehen. Und dann schauen wir uns das Spielchen an. Du bist auf Maximalstufe und machst jetzt einen Weapon Damage von 483,7%, wenn ich das richtig sehe. Ich brauche eine Brille. Und ja, diese Bombe wollte austesten. Das ist noch lange nicht das Maximum, was Waffen erreichen können. 700. 25 war, glaube ich, das Maximum, was Waffendamage technisch drin ist. Und dann alles darüber geht dann höchstens nur noch mit Crafting Skill über den Blueprint. Und hatten wir nicht letztens hier noch eine Schildkröte? Wissen du, hier müsste noch eine Fiddler's Crab, müsste noch hier in dem Pool drin hausen. Wo ist die 130er Schildkröte-Tröte? Lass mich raten, du bist wahrscheinlich heute durch den Boden gefallen, wa? Wie sonst man die Luigimon Schildkröte hier, die sonst hier rumgerannt ist. Ah. Ja, dann werden wir das wohl so unterwegs irgendwie austesten müssen bei dem erstbesten Gegner, der uns vor die Flinte kommt. Ich fange so langsam an, mal so ein bisschen die Mods auszusortieren. Ich habe zum Beispiel heute schon das Crystal Eisel Ursprungs-Mod-Paket rausgepackt. Ich denke, das brauchen wir nicht ganz so. Das sieht zwar schön aus hier alles mit den extra Viechern. Da ist die Schildkröte. Aber wir sind mehr auf Mystisch und so getrimmt. Wo wir von Mystisch reden, ich habe den SCP-Mod rausgehauen. Der passt zwar ganz gut, aber wie gesagt, in der Vergangenheit habe ich da schon mit Problemen gehabt. Und wir haben andere gute Mods, die auch hinpassen. So, wo liegen wir jetzt? 266 Damage. Damit kann ich arbeiten. Das ist eine Hausnummer, mit der ich zufrieden bin. Damit kriege ich dich dann langfristig dann down. Und ja, ich habe erstmal so 200 Pfeile habe ich hier erstmal hergestellt. Und ja. Das heißt, wir sollten jetzt so langsam in das Fast-Level-Vergnügen reinkommen, dass die XP reinrollt. Nein, klar, der volle Idiot, der das Ganze hier aufzeichnet, der hätte natürlich auch die XP auf Standard lassen können, dass das ganz normal reinkommt, aber ich habe das ja gedrosselt und ja, dann ist so jetzt so die Phase, wo wir dann langsam damit Gas geben mit dem XP bekommen. So mag ich das halt am liebsten. Andere mögen das anders. Ich mag das so. Gib mir die Pfeilchen zurück. Vielen Dank. Und Keratin hier rein. Sweet. Gut, gut, gut. Was wir jetzt noch machen müssen. Natürlich. Haben wir noch keinen Namensvorschlag für dich bekommen. Weil. Ja, ich bin ungefähr eine Stunde bevor die Folge eigentlich rauskommt, wo wir dich gezähnt haben, nehme ich gerade auf. Von dem her, kann ich noch nicht sehen, was da eventuell an Kommentaren eintrudelt. Ja, aber Nörm können wir mitnehmen. Dann ist die Nörm hier, dass wir Nörm mitnehmen. Das passt nicht so wirklich. Du frisst wie ein Scheunendrescher. Ich habe da schon alles an Wehen reingepackt, was wir so hatten. Du frisst das weg, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Vielleicht gibt es für dich auch keinen Morgen. Wer weiß. Naja, ich hoffe, man hat heute Level 15 erreichen, dass ich dir ein Sättelchen zusammenrödeln kann. Irgendwie. So, und dafür gehen wir mal los. Warte mal. Nö, wir machen das anders. Mir kommt da gerade eine hervorragende Idee. Ich will nicht so wirklich immer. Oh, das ging sehr gut. Direkt beim Trilobite gelandet und ein bisschen weiter zur Seite hier und ich wäre voll auf den Stein hier geklatscht. Die extra Fische? Ja. Axello. Als. Nee, Axelrodichtys. Axelrodichtys. Oh, da ist direkt ein Tim. Ah, das ist ein gutes Stück. Da muss ich durch Tiefwasser durch. Habe ich die Ausdauer dafür? Ich glaube, die hätte ich. Ist hier irgendwas Knabberiges unterwegs? Ich sehe noch ein paar Trilobites. Ich sehe ein paar Delfinchen, die wir auch zähmen könnten. Giants, das Fishcake-Ding, das habe ich schon in den Grammen gesehen. Das haben wir da tatsächlich schon drin.
Sauerstoff brauchen wir sofort. Lass mal kurz anhalten hier. Und ja, wir können mit ganz normalen Fasern können wir hier sowas hier herstellen. Und eins davon ist dann da tatsächlich da, dass man den ganz normalen Farmplot dann die Zutaten dafür anbaut. Melonen und so ein Shit. Was wir schon ein paar Mal gesehen haben, was Sachen brauchen. Du holst ja auch Sauerstoff. Ich hoffe mal, dass ihr friedliche seid. Ich dachte, ihr aggressive seid. Seid ihr dann zum Reiten oder seid ihr mehr so Kleinfischgröße, die man sich irgendwo hinpacken kann? So wie die Kolgate-Dinger da. Das ist noch ein Nörm. Oh, du hast auch fast ein schönes Level. Und was ist daneben? Noch eine Sea Slug. Ihr schreckt mich jedes Mal. Mann, ich habe mittlerweile eine Bola. Wenn du mir gefährlich werden willst, wa? Aggressive Pteranodon-like irgendwas. Ja, nimm es auf anderen Pteranodons rum. Naja, selber schuld, wa? Die sich nicht wirklich wehren, das sind ja Flucht, die Dinos sind das ja. Ah. Pterados. Kommst auf jetzt. Warte mal, sind zwei Pteradosse. Hab doch gerade. Nee, das sind reguläre Pteranodon. Jetzt lasst ihr voneinander los. Das ist doch zwei Pteranodon. Ich habe gerade hier noch einen Pteranodon im Target gehabt. Wechselst du da gerade hin und her? Du hast einen Knall. Den da wollen wir haben. Den Tim wollen wir haben. Dilo. Und ein Celidosaurus. Du hast ein K.O.-Thema. Ah, ich habe mir noch keine Zwille hergestellt. Du, ich glaube, ich muss mich erst um deine Wenigkeit kümmern. Oh, guck mal, was der macht. Okay. Du bist ja krass drauf. Komm mal, leg dich mal mit einem an, der was drauf hat. Wie meine Wenigkeit. Oh, du lässt dich von der Bola nicht beeindrucken. Oh Gott, du verlangsamst mich ordentlich. Oh, flücht ins Wasser. ja, diesmal sind wir nicht an der Küste gespawnt. Bist du. Ja, der Mapusaurus? Okay, warte, ich habe ich doch gerade gar nicht, ursprünglich gar nicht gesehen. Da war da noch was anderes dahinter. Du hast einen Stelldichein mit dem Megaloceros. Sehr interessant. Nicht in meine Richtung kommen. Nicht in meine Richtung kommen. Meine. Nein, 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 nein. Das ist, ich habe einen Friedensvertrag mit Fleischfressern geschlossen. Ich bin pfui, pfui. Ich schwöre, ich esse einen Haufen Stemberries. Wieso? Bist du zu blöd, um von irgendwo dran zu kommen? Wo bist du hin? Oh, da, ich hab dich. Ich glaube, wir sind nicht los. Aber wieso sind jetzt Trodons hinter mir her? Warum bin ich denn durch die durchgelatscht? Das ist tagsüber. Normalerweise sollten die mich in Ruhe lassen. Du, hier, greif mir mal. Oh oh. Ah! Nö, 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 auch nö. Ah, siehst du, wir brauchen was zum Beißen. Ja. Ich spawn eins nochmal. Lass mich da nicht einfach vertreiben. Ich war auch am Überlegen, ob wir nicht direkt in Redwood wohnen wollen, aber das habe ich letztens erst in einer Nichtaufnahmewelt gemacht. Wir sind nicht sehr weit von dir weggekommen, kann das sein? Ich hätte gerne einen Raptor oder so. Terrorbird ist momentan nicht so gut für uns zu themen, selbst wenn wir dich aussagen können. Warte. Ach, ja, doch, ich bin mal wieder total schusselig. Hahaha. Ich kann ja auch nicht bolern. Ich kann ja auch nicht bolern. Damn. Ich hätte erst eine Parados-Serie hier machen sollen. Da hätte ich jetzt eine Bola drin, die das kann. Geh weg, 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 weg. Oh, ne, 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 ne. You killed yourself. Ja, wir hätten direkt einen Bogen drauf schießen sollen, wa? Glaub, wir ändern unser Serienkonzept. Lass mal machen hier, I survived 100 days with. Ne, ne, ne. I survived 100. Ne, 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 ne. I survived the Ark with 100 berries. So, was bist denn du da?
Dragonboar. Okay. Ein Drachenschwein. Ich weiß, dass du ein fiese Möb bist. Du nimmst so quasi alles an und rennst über Land. Was seid ihr denn schon wieder für Dullis? Innostra Sensiva. Ah, da klingelt was. Ihr macht Feuerschaden. Oder wart ihr... Nee, warte mal, das waren die Schneebiom-Varianten von euch. Okay, ich brauche irgendwas, was ein Dreh beschützen kann, außer kleinen Nörm. Wisst ihr, hätte ich den schon die ganze Zeit draußen gehabt, ne? Wäre der Schlange Fratze. Wenn wir irgendwo einen Direwolf oder sowas finden würden, einzeln unterwegs, das wäre eine Option, den könnte ich direkt reiten. Der ist meistens relativ beefig. Vielleicht pushe ich auch wieder zu hart. Vielleicht müsste man auch ein bisschen auf Dodos und sowas rumkloppen für ein paar Level-Ups und dann langsam vorarbeiten. Du siehst ja krank aus. Glutonos? Du bist im Marsch. Aber du siehst cool aus. Oder sahst cool aus. Die Morphodons haben dich platt gemacht, wa? Gut, dann kann ich da ja auch mal eben die Beute kassieren. Ah ja, du siehst richtig cool aus. Ich muss da in dem Moment die Morphodon durchfliegen. Das Schöne ist, ich krieg jetzt hier Raw Primate von dir. Das kann ich gewinnbringend wieder an den Dino bringen. Der sich uns anschließen will. Soll, muss, will, wird. So, Dalle, hast du noch ein Beutelchen dort fallen lassen? Sieht nicht danach aus. Au, sind wir durch Zufall direkt bei der Honig Cave angekommen? Oh, das hatte ich gar nicht geplant. Ich wusste, dass die irgendwo im Redwood ist. Ich wusste noch nicht mal genau wo. Weil, meistens spiele ich hier irgendwas Gemoddetes und dann ist das nicht so relevant. Alright. Ich meine, wenn wir hier noch einen guten Schlag Honig mit nach Hause bringen könnten, wäre da ganz töfte. Ah, das ist auch direkt eine Queen Bee oder so. Giant Worker. Ah, ihr seid special von der Map. Normalerweise gibt es die gar nicht, aber die sollten uns eigentlich in Ruhe lassen. Ich werde mal einfach direkt hier ein Bettchen absetzen. Wenn ich das darf, dann markiere ich dich hier rename. So, du bist dann ja Honig Tasse. So. Wir könnten halt von dir zähmen, in deiner Art und Weise. Ja, ich kann dich aber nicht relativ schnell nachbohlen. Du hast gut Topor. Ich weiß nicht, ob der Bumerang das hinbekommt, wenn ich dich auf 140 plus in Angriff nehmen wollen würde. Okay. Super sticky sticky Honig hier. Blub blub. Wie war das noch? Gut, du bist ein richtig fettes Viech. Wenn ich mit einem Dödi hier dran gehen würde, würde ich daran aus Urgrapoli bekommen. Ja, kriege ich auch mit der Axt. Oh oh, das mögt ja gar nicht. Ah, ich verstehe gar nicht warum. Hey, mal gut, dass wir hier im Bett haben. Oh, ihr werdet dann aggressiv. Oh. Egal, ich habe ein bisschen Honig abkassiert. So wild ist das gar nicht. Und da lässt sich gut spawnen. Mahlzeit. Landest du direkt bei mir. Ich könnte dich per K.O. zähmen. Tameable durch K.O.? Du hast aber keinen Topoball. Ihr seid alle Stufe 5 nur. Das ist euer Max-Level. Na, vielleicht darf man euch ja reiten. Ihr seht nicht aus, ihr seht so fett aus. Wie viel Honig hat man denn abkassiert? 5. Und 24 Ugapoli. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger für uns. Und natürlich ist wieder alles aus meinem Keep-Ordner raus. So ist das nochmal leider ein Singleplayer. Das merkt sich der leider dann nicht.
Vielleicht wandern wir ein bisschen weiter durch. Die sieht interessant aus, da die da mit dem roten Böppes. Oder ist das nur, weil die. Wer ist denn da krepiert? Was ein Loser. Ist das nur wegen dem Licht hier drinnen, dass hier so rot aussieht? Oder bist du wirklich. Nee, du hast ein dunkel-oranges Farbfeld, hast du. Das sieht ja lecker aus, ey. Wo bist du? Was seid ihr? Banshees. Ha. Huh. Also wenn wir einen von euch ziehen. Ah, ihr habt kein Geschlecht. Ich hasse das, wenn die das kein Geschlecht haben. Aber das erste Banshee-Ding, was wir uns dann irgendwann mal eignen könnten, wenn wir mal was Gutes finden und so weiter, das muss Sylvanas heißen. Das ist ja wohl klar, wa? Das versteht sich von selbst. Hoppala. Skorpion, ja, auch nur Level 20. Wieso lauft ihr hier mit Level 20 zum Teil noch rum? Oh. Oder so oft, so häufig. Hast du für mich Strength Arrows? Ja, ne, die nehme ich auch. Sind wir nicht hier genau an dem Hügelchen, wo wir den Unicorn gesehen haben? Wenn dem so ist, ich mein, oh la la, wie ein Drachen, Dragonthorn, okay. Nee, das ist die Stadt, wo der Unicorn gewesen ist. Oh, sieht so ähnlich aus. Die Ebene ist auch optisch ansprechend. Wieso sehe ich da einen riesigen Emperor-Skorpion? Okay. Also, wieso sehe ich da einen riesigen Skorpionstachel? Emperor Skorpion ist super gepanzert und selbst wenn er Low Level wäre, wäre wahrscheinlich ein Fehler, den angreifen zu wollen, ne? Ja, so ziemlich. Ja, da sehe ich dich doch. Du hast nur 800 irgendwas Leben. Du gehst, kämpfst gerade gegen irgendwas. Ich meine, don't mind if I do. Wenn man schon mal gerade die Chance hat. Wir okay, machen vollen Schaden bei dir. Ich höre irgendwie Flügelschläge. Du bist schnell. Au, oh, verdammte Hake. Uahu. Oh, ich bin voll langsam. Oh mein Gott. Wie lang war denn da der Debuff? 9999.9. Oh je, je. Kannst du da nicht eine Endlosschleife hinpacken? Wäre wesentlich kürzer. War, wenn du länger abgelenkt gewesen wärst, wa? Hallo Archie. Ich hab doch noch gar kein Spyglass an. Bist du ein Archie, wa? Du bist ein Archie. Torvasaurus gegen Zendarian Direwolf. Ey, ich bin nicht zum Annibbeln da. Die Zendarian-Wölfe, die gehören zu den Zendarians. Oh, wen wundert's? Ey, böser Troll, böser Troll, böser Troll, böser Troll. Und die sind friedlich. Sei denn, man haut den Zendarians. Oh, da hat der ja mal ganz viel hinter sich jetzt gerade. Guck mal, Kobolde rennen da von uns. Ja, mach die fertig. Mach die Vogel fertig. Nicht mich. Die Kobe. Das Vogel, nicht mich. Oh je. Yeah. Oh, du wärst mir auch fast auf die Schliche gekommen. Edgelord. Bist du nicht. Ja, von Shadlos? Ja, du bist ganz cool. Du hast überall Schwerter und sowas da drin. Das ist Shadlos, Bizarre, Dunkliostos, Unbreakable Mod ist das. Das Ding macht super krass Schaden mit den Schwertern, die er fallen ist.
ein Track Arrow. Aber Speere, der Archie ist doch schon wieder meiner Beute interessiert. Die Speere, die können wir langfristig mit einer Armbrust abschießen, denn Fury erlaubt uns die Speere, die Holzspeere, die kleinen Dingers da, zu halbieren und daraus Munition für Armbrüsten und Brust zu machen. Noch können wir davon, Level her nicht. Apropos, könnte ich noch, kann ich, was du? Level 15, ey, du wärst perfekt für ein Level Up. Okay. Oh, Piranhas. Ihr seid perfekt, damit ich das Heilige segne. Ich meine, ihr könntet mich anschubsen, wenn ihr mir Schubs geben wolltet. Warum nicht? Das hat nicht gereicht. Sehe ich da Basilisk? Ein Schwanz im Hintergrund? Rücken meinen Rücken? Das waren Vögelchen, was am Rumpfliegen ist. Wieso sind die ganzen Wasservögelchen da? Küstenvögelchen? Im Inland. Wer bist du? Bist du doch ein lila Ding. Oh, vielleicht können wir hier einen Moshop abkassieren. Das wäre toll. Aber die ganzen Birdies gehen mir gerade auf den Sack. Was willst du fressen? Rare Flowers. Ja, toll. Jetzt habt ihr den aufgescheucht. Und blöden Vögelchen. Was haben die mir geklaut? I don't know. Austroraptor. Ihr seid kein gutes Level. Und ich muss Level 15 sein. Ja. Da wollen wir sowieso dran arbeiten, auf Level 15 wären. Moshop voraus. Echt jetzt? Was geht's? Eine Krabbe. Eine Krabbe will mir ankragen. Glaubst du es denn? Au! Ich wollte ja meinen, so ein kleines Viech kann ich gut auf Abstand halten, aber leck mich an der Sack, bist du widerspenstig. Und leck mich an der Sack, bist du down. Sehr loot, gönnerhaft. Tintoberry. Du brauchst nur eine Tintoberry. Da hab ich. Ich habe eine Tintoberry für dich. Guck mal da. Hier kommt die Tintoberry. Bongs. Level 15. Perfekt. Du bist mein Fasernsammler Nummer 1. Triceratops. Come on. Ist nicht mehr viel. Bis zum Level Up. Ist nicht mehr viel. Bis zum Level Up. Danke. Der Stein ist down. Ich höre ja Sachen, die ich lieber nicht hören würde. Wollen würde. So. Jetzt der Buffalo. Wir kommen wieder ins Sumpfgebiet. Oh. Das heißt, wir können Schlangen und so was rumrennen. Was höre ich hier? Das ist kein Belzebuffalo-Sound, das ist Dartfrosch. Bist du ein Dartfrosch? Das sind das Kraposchus, ne? Jupp. Oder ist hier einfach nur Ambient-Sound? Das kann natürlich auch sein. Oh, wenn ich mich recht entsinne, gibt es hier Viecher, die sich im Boden versteckt halten, wa? Seht ihr große Flügelchen? Was hat da große Flügelchen voraus? Nämlich du. Wo kommst du? Anguilla! Oh. Ja, dich habe ich gesehen. Ist da nochmal eine Banshee oder sowas? Feng Wang. Max-Level? Das kann nicht stimmen. 35 ist doch kein Max-Level. Noch ein Feng Wang.
Ja, jetzt haben wir dich gelockt. The Docile Feng One can be considered the more feminine counterpart to the Long. Zu was für ein Long? Keine Ahnung. Irgendein Long? Du hast ein passiver Team. Mit. Ob ich da aber was für dich? Ich hätte. Ja, doch. Mein, so ein Startflyer. Davon ausgehend, dass ich direkt auf deinen Rücken dürfte. Setz dich noch mal irgendwo auf den Grund hier. Dann versuche ich dir mal was in den Purpose zu drücken. Und dann, Du kommst mir besser nicht zu nah. Du bist mal Level 15. Das ist ein Special Dilo. Das ist ein Special Dilo, den ich da gehört habe. Das war Mr. Vegeta, war das. Aha, aha, aha. Wo bist denn du? Ich glaube, ich konnte dich bolern. Ich weiß, dass ich dich schon mal gezähmt habe vor. Och, das war Ark. Redrax Ark Adventure Season 2 war das. Nicht der Drellion, aber der Drellion passt auch. Oh Mann, der Drellion passt auch. Hier. Oh, ach, damit, mein Level passt nicht. Welches muss ich denn sein? Halt mal still, halt mal still, halt mal still. Ich sehe das doch nicht. Ich hab doch hier nicht mit den Augen und so. Ah, ich hab den. Derp auf Velotron habe ich gefunden. Damit, das ist der, wie Cheetah Sound gemacht hat. Ah. Mahlzeit, Mr. oder Mrs. Diplokaulos. Sarko? Oh, Sarko, du wärst perfekt. Magst du zu mir hinkommen, Sarko? Ich hab vergessen, dass ihr im Wasser zum Gas gebt. Hehehe. Jetzt nicht wieder gesund fressen. Danke, da war Level Up. Waren wir auf der Flussseite gerade? Wäre ganz cool. Ich will den Derp auf Voltron, will ich haben. Risiko. Risiko. Level 12 incoming. Ja, Powerstrukturen. Keine Trank Arrows. Schämst du dich denn nicht? Leveln über mit Sarkus. Top da zu leveln. Habe ich hier gleich wieder Piranha-Spaß oder komme ich hier sicher rüber? Ist das eine Medusa? Ich glaube, das ist Medusa. Alter, das ist eine Medusa. Oi, oi, oi. Ja, nee, da können wir noch nichts gegen ansetzen. Die ist ja noch schlimmer als der Derp of Voltron. Da hat er die ganze Zeit so rumgezischelt. Ei, was ist das? Ei, das ist die Medusa. Oi, 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 oi. Du hast ein hohes Level. Du machst mich wahrscheinlich auch schnell fertig. Ist die Medusa noch hinter uns? Folge dem Derp auf Voltron Sound. Vielleicht sehe ich ihn diesmal auch. Bevor er mich killt. Du flüchtest vor irgendjemanden. Du bist auch angepisst. Wo ist der Derp? Da! Ja, direkt voraus! Kann ich dich? Bist du gebolert? Ja, du bist gebolert. Ei, du hast 4,2 Katopor. Du bist auch nicht das 140er-Ding, was uns gerade umgenutzt hat. Dude, ich brauche Frank Arrows.
Die Boda läuft aus, bevor wir da irgendwie nennenswerten Topor-Schaden verursacht haben. Ey, ey, da ist wieder so eine Silica-Pearl, Superkrabbe. Du kommst mal später bei uns in einem Streichelzoo. Da glaubt man dran. Wird definitiv ein paar reusable Fischtraps herstellen. Aha, aha. Wieso habe ich da gerade schon wieder einen Emperor Scorpion im Target gehabt? Ich sehe aber keinen. Mr. Tech Parasaurus, Sie müssen mal dran glauben, weil wir haben schöne Rohstoffe da. Wäre ich ganz gerne hätte ich da was. Dankeschön. So, einer von euch hier noch was günstig hier? Rare Mushroom habe ich, glaube ich, im Inventar. Und guck, Primey, da ist der blöde Skorpion. Ich habe einen weiblichen Moshop für mitgenommen, ne? Ja, dann würde sich eigentlich anbieten, den jetzt noch männlichen hinterher zu packen, damit ihr mir auch Eier produzieren könnt, wie ich wiederum in Kibbel umwandeln kann. Irgendwann, wenn wir vernünftig Farm und sowas stehen haben. Perfekt. Was ist das? So, die ganze Dinosaurus. Jusch, 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 jusch. Oh, na, 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 oh, ich habe nicht schnell genug auf der Bola. Ich glaube, ihr seid Bola-bar. Hm. Oh, das klingt sehr interessant. Du bist ein passiver Tier mit Spoil Meat. Du siehst nach einem Produktionstulli aus. Du brauchst 3 Spoil Meat, ich habe 5. Das ist ein Wink des Schicksals. Halt doch mal still hier. Bitteschön. Du brauchst sogar nur 2. Bist du auch so ein Narkomittelhersteller? Meine Text sagt ja, this sauropod loves Necroberries. Makes you wonder what you could do with them. Dieser Sauropod mag Narkobären. Lässt dich wundern, was man damit anstellen kann. Zu grob übersetzt. Du hast noch keinen Hunger, aber was würdest du dir dann erfressen wollen? Das ist jetzt die Sache, wa? Sehe ich das schon? Not hungry. Ja, dann, jetzt haben wir ja Moshops. Damit kann ich ganz schnell, relativ schnell, Narcoberries ranholen. Du musst mir wohl sagen, was du denn gerne als nächstes haben würdest. Das wäre ziemlich passend. Pärchen hätten. Marauder Tibur. Oh, normale Tibur sind ganz gut. Die kann man ganz gut zählen. Und einer der ersten Pyria-Völker, die man sich untertan machen kann. Die Marauders sind aber Piraten. Die sind immer aggressiv. Oh, das klingt sehr interessant. Du bist gut zum Umreisen und man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass man, ja. Was willst denn du fressen? Roasted Winter Squash? Was ist Roasted Winter Squash? Da brauche ich reguläre Winter Squash für. Ja, die müssen wir irgendwie anbauen. Hm. Uranosaurus. Okay. Für was anderes mal dann. Interessant. Aber da stand dran, dass du super zum Rumreisen bist und dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man E-Buffs erwartet.
Spino, Max Level. Du siehst mir auch nicht gerade friedlich aus. Drops fruit on the ground to begin the taming process. Watch it for it to alert you when it's hungry again. It's not fed in time, it will become hostile. Okay, da haben wir also auch noch interessante Zähmethoden vor uns. Okay. Lass mal erstmal Richtung Griffin Trench. River Bunker, Griffin Trench, whatever. Gut, ich habe heute Bogen. Geh mir nicht auf den Sack. Oh. Du, deine Beschreibung klingt sehr interessant. Oh, dich hätte ich fast zähmen können. Oh mein Gott. Du hilfst mir irgendwie beim Zähmen anderer Dinos. Laut Text da. Und du hast mir Sachen zurückgelassen. Oh. Ein Chibi. Und ich sagte ja, er sieht relativ süß aus. Jetzt haben wir ein Chibi von dir. Bede. Oh. Das ist ja niedlich. Jetzt. Ziemlich viele saure Poden, die wir gerade haben. Du hast da noch nichts drin. Wart ihr beiden da oder ist da irgendwas Böses, Kaiju-mäßiges unterwegs zu uns? Ah, das sieht verhältnismäßig friedlich aus. Drückt mir mal hier ein paar Narco-Berries ab. Oh, geht das hier herrlich. Wunderschön. Und guck mal, wie viele Fireballer rankommen. Herrlich, herrlich, herrlich. Damit so ein kleinen Pups-Level, was du hattest. Mein Terrasino macht das noch viel, viel, viel besserer. Aber für so einen Starter-Bereich Mount, Moshop ist perfekt. Wenn man die füttern kann, perfekt. Die für Moshops. Besser als ein Raptor, besser als alles. Nur Feiglinge vor dem Herd. So, du hast ja kein extra Craft irgendwas Menü drin, aber hier, nimm mal Marco Berries. Und tust du da was mit? Ha. Lass mich mal gucken. Ich werde jetzt mal mein Inventar aufräumen. Du stehst ja richtig, richtig bescheiden vor der Tür. Du hast mittlerweile uns schon ordentlich Sachen hier produziert. Das ist auch sehr, sehr nice. So, alles mit Haltbarkeit. Hier alles da rein. Ah, die Hose, okay. Na gut, ich würde doch mal behaupten, das war eine relativ gute Folge heute. Sehr unternehmenslustig waren wir heute. Wir haben einiges wieder gesehen. Und wir sind ja mit ein paar Sachen nach Hause gekommen. Das ist ja auch nicht so schlecht, war. Kurz davor endlich der netten Dame hier einen Sattel zu verpassen. Dafür sind wir jetzt umso weiter davon entfernt, dir einen Sattel zu verpassen. Nichtsdestotrotz stehen wir eigentlich ganz gut da, so über den Daumen gepeilt. Das ist das falsche Spiel, das macht man in 7 Days so. Du kannst von der Leiste da runter. So. Meine einer seiner wird jetzt hier noch weiter Grundrohstoffe ranholen, wahrscheinlich vor allem Metall von da oben. Jetzt habe ich einen Moshop. Jetzt kann ich. Kann ich auch nicht wirklich schneller darum reiten. Da kann ich mit euch hier ein bisschen rumfarmen. Ja, irgendwie sowas in der Art, wobei so werde ich wohl machen. Wir haben definitiv, wir haben einen Chibi. Und ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, warte, ich muss weiter nach oben gucken, dann in den K-Modus gehen, damit wir noch geradeaus gucken. Im Großen und Ganzen war das doch sehr erfolgreich. Ich hatte eigentlich das Ziel, hier so in der Folge bis Stufe 15 zu kommen. Die ist irgendwie sehr tolle Beschatten hier. Hat nicht so ganz hingehauen. Wir wissen, dass unterhalb der Klippe da noch definitiv ein High-Level-Tim für uns wartet. Eventuell holen wir den in der nächsten Folge. Und ja, dort werden wir uns auch wiedersehen. Ich werde definitiv noch hier 2 Levelchen nachholen. Wir sind gerade Level 13. Ich werde definitiv gucken, dass wir auf Stufe 13 kommen bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir hier gemeinsam, fangen wir die Folge damit an, dass wir der guten Dame hier einen Sattel draufpacken. Und gucken, was wir sonst noch so machen können mit unseren Levelchen. Ja gut, in dem Sinne war es das hier erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt der Gas, macht euch Spaß und auch wieder Winkelschüss. Wieder Winkelschüss.
Winke, winke, tschüss. Tschüss, winke, winke.